Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sag's vorab, ich bin mal wieder erkältet. Ist ja nicht so, dass ich vor 3 Wochen nicht erst erkältet gewesen wäre. Aber ja, mit so einem kleinen Kind, einer kleinen Bazillenschleuder, ja, ist Mama dann leider Gottes auch öfter mal krank, obwohl sie eigentlich eine 24-Stunden-Blitzheilung hatte. Vielen Dank dafür. Ich wollte heute mal mit euch meinen 21 für 21 Plan durchgehen. Ich dachte so nach 9 Monaten quasi drei Viertel der Challenge-Zeit, die nun vergangen ist, dass wir mal gucken könnten, wie so die Challenge allgemein läuft. Für die, die es nicht kennen, 21 für 21 Challenge bedeutet, ich habe mir am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres 2020 21 Bücher für das Jahr 2021 ausgesucht, die ich mir hier in meinem Schlau-Notizbuch oder meinem tollen, tollen Book-Journal zusammen geschrieben habe. Und ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, deshalb muss ich hier mein Journal aufschlagen. 2021. Ich habe mir hier so eine tolle Lese-Challenge gemacht, dass ich im Jahre 2021 60 Bücher gelesen haben möchte. Da kann ich soweit sagen, dass ich das geschafft habe. Ich bin nämlich, glaube ich, jetzt Ende September bei 81 Büchern oder 82. Nein, ich habe eben noch eins beendet, 82. Ja, ist mehr als ich, glaube ich, jemals gelesen habe, aber da ist auch viel der August schuld, weil ich da ja fast 20 Bücher durchgeprügelt habe. Ja, ich wollte das übrigens auch mal immer bunt machen. Immer wenn ich ein Buch gelesen habe, wollte ich eins ausmalen. Ja, hat sehr gut geklappt, wie man sieht. Ja, ich hänge auch noch irgendwo im August fest mit meiner Notiererei. Aber ja. Hauptsache, man hat so eins, ne? Ist ja so. Ja, auf jeden Fall auf der Seite nebendran ist meine 21 für 21 Liste. Ich habe das Ganze auch auf meinem Blog stehen. Ich verlinke euch den Blog-Eintrag unten in der Infobox. Es ist mir jetzt zu viel oder es ist für euch vielleicht auch nicht ganz sinnig, wenn ich euch jetzt einfach die ganzen Bücher vorlese. Dann habt ihr nämlich am Ende schon wieder vergessen, was vorne stand. Ich markiere euch einfach unten oder ich schreibe euch in die Infobox, welche Bücher es sind. Oder ich verlinke euch einfach den Blogbeitrag, dann könnt ihr danach schauen. Ja, da habe ich nämlich auch Ende Juni eine Zusammenfassung gemacht, nochmal oder so einen Zwischenstand gepostet, wie weit ich denn mittlerweile bin. Ja, auf jeden Fall, ich kann euch das aber so schon mal zeigen. Hier war eine Seite, sprich 11 Bücher, nein, 10 Bücher, die ich auf meinem Sub hatte. Ich wollte das nämlich so ein bisschen splitten und 11 Bücher, die im Jahr 2021 erschienen sind oder erscheinen sollten. Ja, ich hatte nämlich lustigerweise Crescent City 2 ganz oben stehen. Ja, Crescent City 2 ist im Jahr 2021 definitiv nicht erschienen und wird auch im Jahr 2021 nicht mehr erscheinen. Aber dafür habe ich dann ein anderes Buch mit aufgenommen, das ich auch schon gelesen habe. Deshalb ist Crescent City auch durchgestrichen. Ja, jetzt schauen wir mal Ende September, wie viel ich bisher von meinen 21 geplanten Büchern geschafft habe. Ich zähle kurz durch. 13. 13 von 21 Büchern habe ich geschafft. Lustigerweise ist das meine Subseite. Das meine wird erscheinen, muss ich mir noch kaufen Seite. Und hiervon habe ich alles gelesen bis auf eins. Aber das letzte habe ich sogar schon hier. Also mit viel Glück könnte ich das noch lesen. Aber der Ansporn, dass ich diese 21 für 21 Challenge auch so als eine kleine Subabbau-Challenge sehe, hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie habe ich nur 2 Bücher von meinem Sub davon überhaupt gelesen. Aber nichtsdestotrotz, das Jahr ist noch jung. Ich kann es noch schaffen, diese 8 Bücher zu lesen. Und ich bin gerade sehr, sehr hoch motiviert, das auch zu schaffen. Deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich euch jetzt 2 Bücher davon zeigen werde und auch vorstellen werde, die ich auf jeden Fall jetzt im Oktober noch lesen werde. Dann sind es nämlich nur noch 6 Bücher,
wo ich dann jeweils 3 davon im November und im Dezember lesen werde. Schakka, 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 das ist noch machbar. Es ist noch machbar, Leute. Vielleicht schaffe ich auch diesen Monat noch 3. Aber diesen Monat stehen noch ein paar Leserunden bzw. Buddyreads an. Wie ihr wisst, habe ich ja mit der lieben Jana von Janas Büchertraum eigentlich konstant irgendein Buch, das wir zusammen lesen. Ja, jetzt haben wir aber bis Montag Ruhe. Bis Montag insoweit, weil wir da anfangen mit dem Reich der Sieben Höfe 4. Entschuldigung, ich kriege fast keine Luft. Ich weiß, wie schrecklich ich mich anhöre. Oh, ich kann es selbst nicht hören. Es tut mir leid. Ich versuche, das Video nicht zu lang werden zu lassen. Ja, wir lesen das Reich der Sieben Höfe 4, weil nämlich Ende Oktober das Reich der Sieben Höfe 5 rauskommt und wir uns so ein bisschen einstimmen wollen. Wie ihr in meinem Lesemonat gesehen habt, den ich euch auch gerne hier nochmal einblende oder verlinke, habe ich ja im September das Reich der Sieben Höfe 3 gelesen und jetzt bin ich voll im Flow und bin voll heiß auf Band 4 und ich freue mich da echt richtig drauf, weil ja, man einfach nochmal in die Welt von Farrah und Co. zurückgeschleudert wird, auch wenn es nicht unbedingt Band 4 ist, sondern eher so ein Zusatzband. Also ich würde behaupten, das ist eher so wie bei den Simpsons, wenn dann mal noch so eine Halloween-Folge dazwischen geschoben wurde oder so in der Art. Ja, aber es ist halt kein Buch, das in der Hauptstory weitergeht, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so ein Zusatzband. Ja, und des Weiteren kommt in diesem Monat noch Ring aus Feuer raus. Das ist ja der zweite Band der Atlantis-Chroniken von Mara Wolf. Den wollen wir nämlich auch noch lesen, zusammen mit ein paar Mädels, auch hier aus dem Saarland. Wir haben so eine kleine Saarland-Blogger-Gang. Und da haben wir schon den ersten Band Zepter aus Licht zusammen gelesen. Und es war einfach mega schön. Und das sind dann, ich sag mal, 3 große Fantasy-Schinken. Sprich, Reich der Sieben Höfe 4, Reich der Sieben Höfe 5 und Ring aus Feuer. Von daher bin ich mal guten Mutes, dass ich diese 2 Bücher hier für meinem 21 für 21 dann streichen kann. Ihr habt es jetzt schon so ein bisschen gesehen. Das erste, das ich euch heute vorstellen möchte, ist Maybe Someday. Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Das hier ist jetzt quasi der Doppelband, Maybe Someday und Maybe Not. Ich werde sie wahrscheinlich dann auch direkt hintereinander lesen, wenn es schon in einem Buch ist. Eigentlich sind das nämlich 2 Bücher von Colleen Hoover. Ja, Maybe Someday will ich, glaube ich, schon seit 2017, 2018 lesen. Also es gibt definitiv Videos auf meinem Kanal, in denen ich schon sage, dass ich Maybe Someday lesen möchte. Hat es mir auch schon 2, 3 oder 4 Mal bei Rebuy und Co. bestellt. Aber ja, jedes Mal kam es in einem Zustand an, der nicht tragbar war. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn mal hier so eine Ecke ein bisschen knickig ist oder wenn irgendwie der Buchschnitt ein bisschen abgegilbt ist, vergilbt ist. Oder wenn irgendwie was ist. Hier jetzt zum Beispiel ist auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so ein bisschen so eine Prägung drin, wo anscheinend jemand mal was geschrieben hat und das Buch als Unterlage verwendet hat. Das stört mich gar nicht. Aber die Bücher, die ich bekommen hatte, waren voller Leserillen. Und das ist ein Punkt, in dem lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Was hier ist und was hier ist, okay, was hier ist, auch okay. So ein Buch soll auch gelesen aussehen, aber ein Buch soll nicht hier gelesen aussehen. Ich bin da vielleicht ein bisschen zwanghaft, aber es ist so. Es ist einfach so. Ich möchte das nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich schon so viel Gutes von Maybe Someday gehört, dass ich es unbedingt lesen wollte und es auf meine 21 für 21 Liste gepackt habe, damit ich es auch endlich mache. Ich lese euch jetzt mal kurz den Klappentext vor. Ich weiß nämlich gerade auch nicht mehr so, um was es ging. Ja, und dann sind wir danach schlauer. Maybe Someday. Alles, was Sydney will, ist eine neue Wohnung. Alles, was Rich will, ist eine Mitbewohnerin, die bei seinem Songschreiben hilft. Alles, was sie nicht wollen, ist, sich ineinander zu verlieben. Und dann passiert es doch. Sagt jetzt nicht so viel aus, aber
Mir wurde gesagt, mehrfach, dass es ein wunderschönes Buch ist. Und ich kann euch jetzt noch gerade erzählen, um was es bei Maybe Not geht. Rowan kann sein Glück kaum fassen, als Bridget in seine WG zieht. Also auch wieder eine WG-Geschichte. Denn seine neue Mitbewohnerin ist überaus attraktiv und sexy. Doch Rowan gegenüber verhält sich Bridget kaltschnäuzig und abweisend. Offensichtlich hasst sie ihn bis aufs Blut. Oder etwa nicht. Wir werden das erfahren. Ich werde darüber berichten. Das zweite Buch, das ich im Oktober von meiner 21 für 21 Liste streichen will, ist lustigerweise auch von Colleen Hoover, nämlich Verity. Oh, ich muss diesen blöden Sticker mal noch abpillen. Der ist so hässlich. Hast ein rosa schönes Cover, ein wunderschönes Cover in rosa und dann hast du so einen hässlichen Aufkleber drauf. Ich möchte das nicht. Ich meine, es ist ja schön für die Autoren und Autorinnen, wenn sie Bestseller-Sticker kriegen und Spiegel-Bestseller-Autoren sind oder Autorinnen. Aber die Sticker sind hässlich. Kann man die nicht einfach mal in weiß machen oder in schwarz? Weiß für helle Cover, schwarz für dunkle Cover. Wäre mal eine Maßnahme, Leute. Wäre mal eine Maßnahme. Auf jeden Fall habe ich mir das Buch gekauft, als es rauskam. Damals war ich allerdings schwanger und ein paar Mädels, die das Buch gelesen haben, haben mir dringend davon abgeraten, es zu lesen, weil es wohl für Leute, die gerade schwanger sind, nicht so besonders geeignet ist. Es könnte triggern oder verletzen oder ich weiß es nicht, warum. Es hat irgendwas mit Kindern zu tun und ich schleiche schon die ganze Zeit um das Buch rum. Irgendwie macht es mir ein bisschen Angst, weil die Leute mir so Angst gemacht haben. Aber ich bin eigentlich auch sehr neugierig, was damit los ist. Ich war in meiner Schwangerschaft sehr, sehr, sehr nah am Wasser gebaut und sehr sensibel. Also ich war echt eine total entspannte Schwangere. Ich habe zu allem gesagt, ja, ich nehme, wie es kommt. Kann es ja doch nicht ändern. Aber sobald im Fernsehen ein Babykätzchen miaut hat, habe ich geweint. Das war echt schlimm. Ich hatte keine Fressattacken, gar nichts. Aber ich habe ständig geweint. Ja, so ist das. Auf jeden Fall lese ich euch jetzt mal den Klappentext vor und dann reden wir nochmal weiter. Ein unmoralisches Angebot, eine unmögliche Liebe und ein Tagebuch, das Unvorherstellbares enthüllt. Eigentlich wollte Lowen Ashley nur die gefeierten Psychothriller von Rarity Crawford weiterschreiben, die seit einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Doch mit zweierlei hat Lowen nicht gerechnet, dass sie sich in Verities Mann Jeremy verlieben würde und dass sie im Haus der Crawfords eine lebensbedrohende Entdeckung machen würde. Emotional wie immer, spannender als je zuvor, der neue Roman von Bestsellerautorin Colleen Hoover. Ja, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommen wird. Ich denke, dass ich damit auch noch am Wochenende anfangen werde. Also ich werde dieses hier vermutlich vor Maybe Someday lesen. Ich habe jetzt gerade aktuell noch einen Liebesroman auf meinem Schreibtisch, Nachttisch, Couchtisch, je nachdem, es wandert immer. Die sieben Schwestern von Lucinda Riley. Und wenn ich das beendet habe, dann werde ich mich diesem Schätzchen widmen. Ihr Lieben, das waren die beiden Bücher, die ich euch vorstellen wollte, die ich noch in diesem Monat lesen möchte und von meiner 21 für 21 Liste streichen möchte. Ihr wisst jetzt ungefähr, auf welchem Stand ich bin. Drückt mir die Daumen, dass ich bis Dezember meine Liste wirklich abgearbeitet habe. Das ist so, ja, sowas, was ich für mich und meinen inneren Monk machen muss. Und ich glaube, dann kann ich das ja auch buchtechnisch sehr gut und mit einem guten Gewissen abschließen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr eins der beiden oder der drei Bücher gelesen habt, was ihr davon gehalten habt, ob ihr vielleicht auch Bookjournal führt, was für Seiten ihr euch in euer Bookjournal gezaubert habt. Oder ob ihr eure Challenges, die ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt, schaffen werdet, vielleicht sogar schon geschafft habt. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch was, ihr Lieben, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!